Vielleicht haben Sie es auch gelesen, viele Hospizdienste in Deutschland schlagen im Moment Alarm, wie etwa der Hospizdienst aus Waldmichelbach. Dort heißt es in der Zeitung, Sterben und Trauer in unsicheren Zeiten wird dies immer noch schwerer als vorher. Und sie schlagen Alarm, denn sie sind bestürzt darüber, wie die Pandemie die Situation verschärft hat, weil kaum noch Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen möglich sind, sind die Menschen einsamer als zuvor, lautet das Fazit des Hospizdienstes Odenwald. Ich stelle mir für einen Moment die Zahl 72.000 vor. Ein Alltagsgewusel auf den Straßen und Plätzen, ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie. So viele Menschen sind an Corona in Deutschland in einem Jahr gestorben. In Pflegeeinrichtungen und Intensivstationen, hinter verschlossenen Türen. Aber da passiert etwas ganz schleichend, unglaublich stark Veränderndes in unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft schauen wir fast jeden Tag auf die Inzidenzen, täglich Todesdiagramme. Viele Menschen erzählen mir, wie sie täglich nach dem Frühstück erst einmal schauen, wie sind die Zahlen, checken, so wie die Börsendaten, fast wie ein Automatismus, der es schwer macht, hinter diesen Zahlen auch Menschen zu sehen. Ich erinnere mich noch genau, wie Menschen mir im Frühjahr 2020 mit Tränen in den Augen erzählt haben, wie sie diese Bilder aus Italien gesehen haben, die dann in die Wohnzimmer und auf die Tablets gespült worden sind, ist zur Gewohnheit geworden. Gestorben wird immer, entgegnete mir letztens wieder jemand achselzuckend und verwies auf die schlimmen Todesarten, die es halt immer so gibt. Nur sterben in einer Pandemie viele, die nicht hätten sterben müssen. Hochbetagte, Alte, aber jetzt auch in letzter Zeit viele Jüngere, deren Immunsystem sich gegen den eigenen Körper wendet. Die einen trifft es hart, die anderen kaum. Das Schicksal kehrt zurück in eine nur vermeintlich planbare Welt, in der Risiken eben doch nicht einfach verschwinden, wenn man sie berechnen kann. Trotz hochtechnisierter Medizin in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt gab es lange keinen Schutz. Mit dem Impfstoff kommt nun wie durch ein Wunder doch eine globale Ausweg in den Blick. Aber vorerst bleiben die vielen Toten. Worüber aber viel zu wenig gesprochen oder das wahrgenommen wird, ist die Veränderung der Trauerkultur. Das ist Ihnen wahrscheinlich auch noch nicht so aufgefallen. Vor der Pandemie veränderten sich die Rituale des Umgangs mit Verstorbenen schon ziemlich. Ich habe immer wieder beobachtet, dass es immer beim Trauern individueller zuging. Man wollte genau das Lied, das der oder die gerne gehört hat, genau die Blumen, genau das Umfeld, alles ganz genau auf den Verstorbenen oder die Trauernden zugeschnitten. Immer weniger überlieferte christliche Traditionen, immer mehr Persönliches. Andererseits, ja, stieg die Anzahl der Begräbnisse ohne Begleitung, was immer mehr bedeutete, ein klammheimliches Verschwinden von Menschen, die unter uns gelebt haben. Und dieser Prozess hat sich in der Pandemie enorm beschleunigt. Fast alles ist eingeschränkt oder gar verboten, was zu dem öffentlichen Umgang mit dem Tod gehört. Darunter
eingeführte Traditionen eines Weges mit den Toten, vorher die Trauer. Viele Menschen starben allein in den letzten Monaten, ohne Begleitung der Liebsten, ohne ein klärendes Gespräch noch einmal, ohne eine zärtliche Geste, ein Berühren, ohne Abschied. Diejenigen, die nach so einem Tod ihrer Freunde und Angehörige trauern, manchmal haben sie bei mir angerufen, müssen nicht nur mit dem Verlust, sondern auch manchmal mit dem Schuldgefühl und mit der Scham weiterleben. Ich habe meinen Vater, meine Schwester im Stich gelassen, sagte mir vor kurzem eine Frau. Obgleich, ich konnte ja nichts dafür, man hat mich nicht mehr zu ihr gelassen. Was ist das für eine Gesellschaft, die von Menschenwürde spricht und da Menschen einsam zurücklässt in der Intensivstation, vielleicht nur jemand dabei, der pflegt und der vollkommen, wer weiß, mit diesem Trauma überfordert ist. Denn von den seelischen Belastungen des medizinischen und pflegerischen Personals spricht im Moment kaum noch jemand. Die sind so am Limit, wenn sie mit jemand von denen sprechen, das ist emotional ganz, ganz hart. Sie müssen die Hand halten, weil der Sohn, die Tochter nicht da ist und die Sterbenden ringen mit dem Tod und mit der Einsamkeit. Und ich stelle mir vor, wenn all dies vielleicht in eine neue Phase geht, dass es dann viele Pflegende gibt, die unter Traumata leiden. Wer spricht dann mit ihnen? Und dazu dann noch, dass es eigentlich kein Trauern mehr in der alten Form gibt. Erstaunlich, ich selbst, meine Kollegen außenrum, mit denen ich spreche, wir haben kaum noch Beerdigungen. Und das hat seinen tiefen Grund. Denn diejenigen, die die Beerdigung oft organisieren, die Söhne und der Töchter, sie sind so um die 50, 60 Jahre alt, haben oft keine Kirchenbindung mehr und sagen, wozu brauche ich für die wenigen Angehörigen, die zu der Trauerfeier kommen dürfen, wieso brauche ich da einen Pfarrer, eine Pfarrerin? Das können wir doch einfach untereinander machen. Und so passiert es immer wieder, dass, wie letztens wieder, ein sehr bekannter Bauer des Ortes kirchenverbunden stirbt und keiner bekommt es mit. Und meine Kollegin, die hinterher es zufällig mitbekommen hat, fragt, was ist denn da los? Und die Angehörigen sagen, ach wissen Sie, mit Kirche haben wir es nicht mehr so. Und das ist kein Einzelschicksal, sondern da kommt zusammen, dass viele Menschen keine Beziehung mehr haben zur Kirche, keine Beziehung mehr haben zu, was bedeutet eigentlich Trauer für den Ort und Pandemie. Und ich fürchte, das wird bleiben. Dieses, als früher noch der Trauerzug durchs Dorf ging, das ist Geschichte. Dass man noch zurückgeblickt hat auf das Leben des Verstorbenen, Geschichte. Da verschwinden die Toten unter uns sang- und klanglos. Was geschieht da in unserem Land? Ohne Abschied. Die Nachbarn wissen es nicht, die Gemeinschaft auch nicht. Das heißt, in Krimis und in den Nachrichten ist das Sterben überall täglich aktuell da, dauernd präsent. Und das eigentliche Sterben verschwindet im Privaten der Familie, die oftmals damit vollkommen überfordert ist. Als wenn wir an unsere Verletzlichkeit als Gesellschaft nicht erinnert werden wollen, finden wir keine Orte mehr, wo Trauern stattfindet und Abschied nehmen, wo ein Psalm nochmal gesprochen wird oder ein Musikstück, oder wo alte Nachbarn nochmal Abschied nehmen dürfen. So wird am 18. April nochmal in einer Gedenkfeier all derer vermutlich gedacht, der 72.000, 73.000
Corona-Toten kollektiv, aber in unserer Gesellschaft, unter uns im Ort, mit einfühlsamen Reden, mit Zurückschauen, mit Würdigung des Verstorbenen, da geschieht eigentlich nichts mehr. Da wird, Entschuldigung, verscharrt. Was geschieht da unter uns? Dürfen wir nicht mehr trauern? Es gibt einzelne lokale Initiativen, die sich dagegen wehren. In den sozialen Medien verbreiten sich nun Widerstände dagegen. Seltsamerweise die Generation der Enkel, die aufsteht und sagt, das kann es doch nicht sein. So können wir mit Trauer, mit Sterben unter uns nicht umgehen. Für mich ein kleines Zeichen der Menschlichkeit in unserer Gesellschaft.